jetzt gleich wieder los. Gucken uns zwei Tempel an, die Reisterrassen hier bei U-Boot und dann noch ein bisschen weiter Richtung Norden, noch ein paar andere. Und dann sind wir heute Abend wieder zurück. Und ja, die nächsten Tage wird jetzt ein bisschen Programm sein. Das heißt, interessantere Videos auf jeden Fall für euch. Und ja, für uns geht's jetzt los. Am Bratansee angekommen und gucken uns jetzt hier den Tempel an. Ich kann den schon hinter mir jetzt sehen, vielleicht ein bisschen. Das ist einer hier der größten, deswegen sind hier auch zigtausend Touris. Aber wir müssen auch das Standardprogramm machen. Und jo, gehen wir jetzt mal rein. Pech mit dem Wetter, ist irgendwie extrem bewölkt. Sehen die Bilder nicht mehr so schön aus, beziehungsweise schwer zu fotografieren. Und ich hätte mir den Tempel ein bisschen größer vorgestellt, also relativ klein. Sieht im Internet viel größer aus. Die Anlage ist hier ganz schön gemacht. Der Tempel an sich eigentlich auch, aber man erwartet was viel Größeres. Wenn man sich im Internet die Bilder anguckt. Aber lohnt sich. Eintritt ist auch bis jetzt der teuerste. Mit 2 Euro pro Person. Hört sich nicht viel an, aber die anderen hier sind günstiger.
aber es ist halt so ein Haupt-Touri-Magnet. Da wird es immer ein bisschen teurer. So, jetzt gehen wir hier mal irgendwie den Ausgang suchen. Dies ist Tradition. Einmal im Jahr gibt es hier Hahnenkämpfe. Aber nur einmal im Jahr. Alle anderen sind illegal. Nur einmal im Jahr zu einem Fest, wenn das von der Regierung genehmigt ist, dürfen die hier Hahnenkämpfe machen. Aber unser Fahrer meint, das passiert hier an jeder Ecke andauernd. Also nicht öffentlich, aber wenn du weißt, wo du hingehen musst, dann kannst du auch da auf irgendwelche Hahnenkämpfe wetten. Letzten für heute auch nicht so von Touristen überlaufen. Eigentlich recht leer, aber voll niedlich. Und ja, laufen wir mal rein, Bilder seht ihr ja dann. Gefällt uns auf jeden Fall besser als der Rattan gerade. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Tag ist auch vorbei, es wird jetzt schon dunkel gleich. Halb Stunde. Wir gehen jetzt noch was essen. Tag war auf jeden Fall gut. Erster Tempel habe ich mich ein bisschen enttäuscht. Sah im Internet jetzt besser aus, der zweite. War allerdings umso besser, also fand ich umso besser. Ja. Zwischendurch immer ein bisschen viel Fahrt, also zu den Reisterrassen ungefähr 2 Stunden. Und dazwischen auch immer so 1 Stunde, 1,5 Fahrt, weil in den Städten einfach der Verkehr unfassbar krank ist. Und über Land geht es ein bisschen schneller, aber dauert natürlich alles seine Zeit oder zieht sich. Jetzt machen wir gerade noch einkaufen. Ja, jetzt gehen wir essen. Und morgen früh geht es dann um 10 schon zur nächsten Tour. Und so geht es jetzt die nächsten Tage weiter. Und ja, Überfahrt auf die Gilis haben wir auch organisiert. Also sind wir jetzt eigentlich so weit durch. Jetzt müssen wir nur noch hier die Tage genießen, die restlichen. Und in 6 Tagen geht es dann auf die Gilis weiter. Und ja, das war's für heute.